Willkommen zurück zu Part Nummer 5 von Let's Play Master Duel. Im letzten Part waren wir ein wenig einkaufen und danach bin ich in die neue Story Ruin und Demise gesprungen. Im heutigen Part laufen wir in dieser Story mal ein bisschen weiter, gucken mal, ob wir das Tor öffnen können, was wir noch so kriegen, oder ob wir die Story einfach abschließen und dann in eine weitere springen. Und am Ende des Parts werde ich dann wieder Booster öffnen, das werde ich jetzt die nächsten Parts erstmal so machen. Aber ohne weitere Umschweife springen wir mal direkt ins erste Game. Ja, das Duell haben wir mit dem Lightegg in der letzten Folge schon abgeschlossen, deswegen geht es jetzt mit unserem persönlichen Deck. Ich habe ein, zwei Karten aus den Boostern vom letzten Mal reingepackt, aber ja, da waren nicht so viele Karten, die in dieses Mischmasch-Monarchen-Deck passen. Von daher, ja. Aber ich habe die Ash Blossom hinzugefügt zum Beispiel und einiges anderes. Hier sehen wir jetzt keine neuen Karten, sondern ja, das, was wir alle schon kennen. Ich darf anfangen gegen den Weltuntergang. Ich würde sagen, Normal Schimmerdrache. Und dann setze ich mal den Ring runter und dann können wir auch schon den Zug beenden. Ja, ich habe eine Weile nicht aufgenommen. Ich muss mal wieder gucken, dass ich mit der Steuerung reinkomme, aber das sollte doch eigentlich funktionieren. Da kommt der Senju. Also höchstwahrscheinlich gleich in Ritualbeschwörung geflogen. Da ist schon der Demise. Einer der beiden Titelgeber. Ende der Welt. Damit wird Demise jetzt wohl als Ritualbeschwörung kommen. Gut, dass wir Ring der Zerstörung haben. Ja, Klangvogel und Senju gehen hier direkt. Ja, die Animationen sind immer noch echt schön. Ist, nachdem ich jetzt wieder eine Weile Dueling Book gespielt habe, ist echt eine schöne Abwechslung, mal wieder Master Duel zu spielen, weil es hat auf jeden Fall schon was. Achso, ja, es ist kein Godformat, wir haben keine Prio. Das heißt, ich kann hier direkt den Ring aktivieren und verhindern, dass er mein Feld sprengt. Das soll ich dann doch hier auch direkt machen. Nehmen wir den Demise, beide nehmen 2-4 und dann kommen nur zwei Backup-Gegner. Und ich kann schon direkt meinen Zug betreten. Hier ein angsteinjagendes Gebrüll. Ja, ich habe mich dazu entschlossen, die Kamera jetzt auf der rechten Seite zu lassen, damit ihr auf jeden Fall die Lebenspunkte seht. Und ihr könnt dann die Effekte auch voll lesen. Ich glaube, das ist ganz praktisch für euch. Ich könnte jetzt hier schon offensiv mit dem Reiser fortfahren. Aber ich glaube, ich hebe mir erstmal auf, was ich habe. Und bis es irgendein Problem gibt, das ich lösen muss, habe ich eigentlich einen Nibon im Zweifel. So, dann gehen wir in die Main Quest 2. Setzen mal Raw runter und geben ab. Ja, mal gucken, ob noch eine Ritualbeschwörung kommt. Oh, MST war face down, damit haben wir keinen Raw mehr. Okay, also keine Fallenkarte mehr vom potenziellen Zug meines Gegners. Hat er denn irgendwas? Sonic Bird? Okay, kommt Zyklus der Welt. Aber keine weitere Ritualbeschwörung. Ich könnte jetzt hier für Game gehen mit Reiser und Reborn. Ein bisschen zu offensiv, ehrlich gesagt. Mit dem Bein und Spalt kann ich ja auch versuchen, auf Game zu gehen. Dann machen wir das doch einfach. Normal. Activate Spalt. Eben war die Background nicht live, deswegen gehe ich mir davon aus, dass sie heute auch nicht live ist. Heute in diesem Zug. Ja, heute. Den ganzen heutigen Tage ist sie nicht live. Okay, 1-8 direkt. Ist das schon Game? Das ist schon Game, ja. Die Story-Duelle bis jetzt noch nicht wirklich eine Herausforderung. Mal gucken, ob sich das irgendwann ändert. Zumindest. Also klar, die Leideck-Duelle sind immer so ein bisschen, kommt drauf an, wie man mit dem Deck zieht. Da habe ich auch schon hart verloren. Aber ja, damit das Duell doch sehr souverän abgeschlossen, gibt es dringende Ritualkunst als Belohnung. Ja, Karte, die ihre Applikation in Ritualdecks hat, ist für mich aber auch nicht sonderlich interessant. Nehmen wir mit. Und jetzt gucken wir doch mal, ob wir das Tor betreten können. Können wir tatsächlich. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir doch erstmal direkt durchs Tor, bevor wir die Story beenden. Ja, das ist die erste Mission, wo wir direkt das Tor öffnen können, bevor wir irgendwie rausgehen müssen. Finde ich gut. Dann schalten wir mal frei. Ja, und wir geben tatsächlich die Ressourcen aus. Da war ich mir nicht ganz sicher, ob wir die einfach behalten. Nein, wir geben sie aus. Gut zu wissen. Okay, Duell Nummer 4. Mal gucken, was das für uns bereithält. Beschwöre mit der Ritualbeschwörung Ruin und attacke ein Monster, um den Effekt zu aktivieren. Ich liebe diese Übersetzung in dem Hauptbildschirm. Dein Gegner hat vielleicht Dark Honest auf der Hand. Pass also auf, selbst wenn dein ATK hoch ist. Achte genau auf die Aktion deiner Gegner und verwende die Effekte des Demise weise. So weise wie diese Übersetzung. Ja, als Belohnung kriegen wir ein Legacy Pack Ticket. Okay, cool. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal wie gewohnt mit dem Leideck rein. Oder kriegen wir eine andere Belohnung? Dann kriegen wir einen neuen Begleiter, den Ritualrabe.
cool, cool, cool. Dann gehen wir doch mal direkt rein. Guck mal, was für ein Deck uns in die Hand gedrückt wird. Und wie das Duell dann so abläuft. Ach, es macht wieder Spaß. Ich habe jetzt ein paar Wochen nicht aufgenommen und ich muss sagen, ich habe doch echt Spaß. Und das fällt eigentlich daran, dass ich jetzt echt Bock habe, das zu machen. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man Bock auf die Aufnahme hat, die man macht. Ich denke mal, dass man das dann auch transportiert. Sangan Pass. Okay, spielen wir doch Gold-Format. Okay. Ich habe Riyad Ritualbeschwörung. Was kann meine Hand? Oh, da ist Dark Honest. Du kannst es auch auf die Hand zurückgeben. Das ist ja wirklich ein Dark Honest. Ich wusste gar nicht, dass es den gibt, finde ich ehrlich. Wie lange gibt es den? Schreib mir das mal in die Kommentare, wann der rausgekommen ist. Ich habe den noch nie gesehen, aber der ist... Das ist Honest mit umgedrehten ATK und Dev? Nee, Quatsch. Hat genau Honest Dev. Sorry. Aber reduziert die ATK des Gegners, statt die eigene zu erhöhen. Spannend auf jeden Fall. Ist ein schlechter als der... Ich wusste gar nicht, dass es einen Dark Honest gibt. Literally nicht. Okay, das ist super spannend. Ja, die meisten kennen wir ja. Ende der Welt ist die Ritualkarte, Zyklus der Welt. Der muss von der Spielfeldseite. Da kann man dann auch was mitmachen. Habe ich hier eigentlich ein Play gerade? Rotation der Welt. Kann auch Ritual beschwören. Du kannst von deiner Hand als Input anbieten. Warum kann ich die jetzt aktivieren? Ach, weil die von einem Deck beschwören kann. I see. Und Erneuerung der Welt noch eine Falle dazu. Dann Ritual beschwören wir doch hier einfach direkt, oder? Ich meine, das ist das, was das Deck machen will. Rotation der Welt. Ja, beschwöre einen Demise aus dem Deck. Muss dann meinen Demise von der Hand abwerfen. Dann kriegen wir den direkt aufs Feld. Bum, bada, bum. Die Animationen haben wirklich was. Es ist schön, die zu sehen. Also das Spiel ist... Optisch kann sich das Spiel nicht verstecken. So, das zerstört alles bloß sich selbst, ne? Genau, alle anderen Karten. Gut, dann. Zerstören wir mal alle Karten auf dem Feld. Sangan sucht was bei ihm, und zwar eine Hexe. Okay, Sangan nimmt nur Hexe. Das ist natürlich sehr progressiv. Und das war die Falle, die wir auch auf der Hand haben, ne? Dann denken wir... Ah, okay. Too long didn't read. Ich glaube, es ist nicht so spannend, was sie gerade macht. 2-4 von die meisten. Das müssen wir doch mal durchlesen. Was macht das denn jetzt nochmal genau? Diese Karte aktiviert die Verbannung ein Ritualmonster von deinem Deck. Du kannst diese Karte auf den Friedhof legen, dann einen dieser Effekte aktivieren. Biete ein Monster von deiner Hand oder spielst du als Tribut an. Oder mische ein Ritualmonster. Okay. Okay, ist spannend auf jeden Fall. Wir setzen sie auf jeden Fall mal runter. Ah, ich hätte ja übrigens, ich habe ja 1-1 Damage gemisst, merke ich gerade, ich hätte den Dark Honest normalen können, noch für 1-1 poken können, auf die Hand nehmen. Das war doof. Das hätte ich besser machen können. Oh, er spielt den echten Honest. Okay, normal Honest. Okay. Doppel Honest? Funny. Das ist actually funny. Oh, ich habe jetzt den Dark Honest. Das Problem ist... Wenn ich jetzt den Dark Honest chaine, dann bringt mir das nichts, weil dann verliert sein Honest ATK und kriegt dann immer wieder drauf. Und ja, das ist, wenn man... Ach, verdammt! Ah, ich hätte doch Dark Honest aktivieren können. Ja, der Gegner hat den Honest schon vor Damage Kalk aktiviert, dann hätte ich den Damage Kalk Dark Honest aktivieren können. Nevermind. Ärgerlich. Oder? Wäre das... Ach, keine Ahnung. I don't know. Ich geh mal. Komme ich hier raus? Draw. Ja, das sieht nicht gut aus. Was mache ich jetzt? Ich aktiviere mal Erneuerung der Welt. Okay, gibt's Monster, die ich verbannen kann, I guess? Ich verbanne mal den Kollegen. Ich kenne die Karten aus dem Deck nicht. Und jetzt kann ich hier nichts mehr machen. Der Dark Honest, ich setze den mal als Schutz. Und dann gebe ich hier einfach ab. Ja, jetzt aktiviert er die Falle und verbannt eine Ruin. Okay, gucken, was er damit macht. Ja, der Honest into Honest Play war natürlich stark. Da ist die Hexe, starke Karte. Okay, jetzt könnte ich was mit der Karte machen, theoretisch. Aber ich lasse ihn erstmal in den Dark Honest crashen. Er hat noch einen Honest, are you kidding me? Triple Honest? So, was machst du denn jetzt? Ja, okay, das bringt mir beides nichts. Okay. Ich könnte jetzt einen guten Draw vertragen, ehrlich gesagt.
Was hat der Doppel Onne? Triple Onne? Das ist ja voll gemein. Das ist die Mais. Jetzt wird durch den Achter verbrannt. Ah, Effektaktivierung. Laufen auf die Hand. Wenn ich jetzt als der großen verbrennen, könnte ich jetzt Ritual beschwören. Kann ich irgendwas machen? Ich kann nichts machen. Ich bin komplett tot. Okay. Gut, das sieht stark aus. Ich meine, wenn ich irgendwas topdecke gleich. Gut, aber Triple On ist einfach zu strong. Normal Witch, ich lebe noch. Diesmal seht ihr meine Lebenspunkte ja sogar. Wahnsinn. Ja. Topdeck. Irgendwas? Bitte? Irgendein toller Topdeck. Komm schon. Ja, ja, ja. Manju ist ein toller Topdeck. Das Deck hat auch nicht gehört. Okay, das ist ein sehr toller Topdeck. Manju, bam. Ja, möchte ich gerne aktivieren. Okay, was macht das denn? Die der Welt. Ich nehme zurück. Können deine. Ah, ich möchte wie das mit dem Squad. Können deine Mutti-Kampf zerstören. Okay, ich glaube, ich hole hier den dicken Gemeist. Den kann ich jetzt aber Ritual beschwören. Sollte ich können. Ja, Ende der Welt. Okay, offensichtlich kann ich ihn doch nicht beschwören. Irgendwas habe ich wohl irgendwas habe ich mich wohl vertan. Ich dachte, ich könnte beschwören. Gut, dann holen wir nur den Demise. Ja. Effekt kann ich logischerweise nicht mehr aktivieren, weil ich nur noch auf 500 bin. Das ist gar nicht so geil. Und was macht der jetzt? Ich hätte die Karte vielleicht lesen sollen. Jetzt diese Karte, du kannst unter meinem System fließen. Okay, ja, jetzt wähle ich den Mais, das bringt mir jetzt nicht viel, jetzt kann er auf den Effekt nicht reagieren. Ist komplett egal, weil ich den Effekt nicht aktivieren kann. Ja, hab wieder keinen Play. Ich greife jetzt mal den Honest an, noch ein Honest kann ja nicht auf der Hand sein. Jetzt muss ich hoffen, dass ein 2-4er Vanilla einfach reicht. Setz mal einen Bluff runter. I don't know, vielleicht hat er Split Bluff Destruction, was er jetzt wastet oder so. Ja, schlecht. Wieder die beiden Hexen in Death. Okay, okay, okay. Ich bin also noch im Spiel. Gut zu wissen. Und noch ein Manju. Ja, den beschweren wir jetzt hier mal. Aktivieren. Hat das Ding denn eine eigene Ritualzauberkarte dann? Vermutlich, ne? Wie beschwört man das denn? Ach, mit Zyklus der Welt! Ach so. Aber da musst du mal Spielfit sein, das ist ja auch nicht so geil. Na. Keine Ahnung, ich hole mir nochmal so eins. Deck ausdünnen, I guess. Aber jetzt kann ich den dicken Demise beschwören, tatsächlich. Ja, dann machen wir das jetzt. Der hat einen ziemlich nieten Effekt. Okay, beschwören wir den großen Demise, das Bossmonster quasi. Ob wir jetzt die beiden. Ich hoffe, das ist unterhaltsam. Ich bin gerade sehr damit beschäftigt, die Effekte hier irgendwie zu verstehen. Ich meine, die meisten Ruinen kannte ich ja noch, aber diese dicke Version jetzt nicht. Den obersten König des jüngsten Tages, der war mir jetzt nicht so bekannt. Ja, jetzt habe ich ihn auf dem Feld. Und jetzt kann ich nichts damit machen. Jetzt ist einfach ein 3000er Bieter. Ja, gut, ich meine, das ist besser als ein 2-4er Bieter, ne? Greifen wir mal die Hexe an. Gucken, was er sich jetzt sucht. Dark Honest. Oder irgendwas in die Richtung. Auch eine Ritualkarte. Okay. Dann beende ich doch einfach mal. Und schaue mal, was mein Gegner jetzt so im Petto hat. Wer jetzt den obersten König da zum Sieg reiten können oder da kommt eine viel zu zerbrechende Welt. Jetzt Ritualbeschwörter. Ich glaube, das gewinnen wir nicht. Oh, jetzt kommt die oberste Ruin. Okay, der hat auch eine oberste Version. Ah ne, die opfert er nur für Ruin. Aber Ruin macht ja gerade nichts. Kann nur doppelt angreifen. Was macht die Fieldspell? Okay, never mind. Ich hab verloren. Okay, okay, okay. Das war natürlich stark. Fieldspell zerstört das. Er kann nochmal Ritual beschwören. Ja. Triple On ist definitiv zu stark, muss ich sagen. Das war echt gemein. Das war wirklich gemein. Eieieiei. Sucht sich jetzt hier noch was auf die Hand. Ja, kriegt noch den Manju. Hat überhaupt schon normal beschworen? Ich glaube nicht, ne? Oh mein Gott, töte mich doch einfach, Mann. Okay, das lief nicht so toll. Um mal vorsichtig zu formulieren. Ja, irgendwie sind diese Leideck-Duelle, die sind wack. Wahrscheinlich habe ich furchtbar gemissplayed, aber hey, wir versuchen es einfach direkt nochmal. Irgendwann wird der Gegner schon bricken. Ich meine, das ist irgendwie oh. Man braucht keinen Skill, um zu gewinnen. Man muss so einen Gegner einmal bricken sehen. Ja, fest gut ziehen.
Zweiter Versuch. Agiere ich schon wieder als erster. Ja, okay. Fängt der an. Ah, ich habe wieder Dark Honors auf der Hand. Ich habe wieder ein... Ah, nee, er fängt an. Perfekt. Einfach nur Set-Monster. Okay, ich kann wieder die Mais-Ritual beschwören. Und Avarice. Okay, bringt mir jetzt noch nicht viel. Okay. Ich würde jetzt hier einfach direkt einen Demise aus dem Deck holen. Ich glaube, das ist ganz okay. Ja, Demise aus dem Deck. Nehmen wir den Demise aus der Hand weg. Ja, und dann einfach Effekt aktivieren mit 2-4 direkt. Ah, diesmal den Dark Honest nicht vergessen. Ein bisschen mehr Schaden machen. Hat jetzt letztes Mal nicht gemeldet, aber könnte ja trotzdem relevant sein. So, Effektaktivierung 2000. Ist das eine Witch? Ist das eine Witch? Okay. Ist in Ordnung. Sucht sich noch eine Witch. Okay. Das bringt ihm nicht wirklich viel vom Momentum her. Ich nehme mal hier den Dark Honest. Und greife halt einfach mal direkt an. Because why not? 1-1. Direct Attack. 2-4. Direct Attack. Dann gehen wir in die Mantis 2. Hole mir den hier einfach mal wieder auf die Hand. Zack. Und gebe ab. Okay, vielleicht reicht hier der Demise tatsächlich schon. Kann ich ihm nicht richtig glauben. Irgendwelche Plays muss er ja haben. Nee, hat er nicht. Nice. Mit. Legt wieder was aufs Feld, was ich einfach zerstören kann. Ich ziehe ja noch einen Demise, den ich beschwören kann. Nochmal 2000 zahlen. Habe ich die Hexe erwischt und irgendeine Karte, die mir gerade gar nichts ist, suche ich. Noch eine Hexe, okay. Was habe ich noch erwischt? Vollstreckung des. Ja, ist irgendwie aus und auch das Ritualmonster. Okay. Nicht so relevant. Holen wir wieder den Dark Honest und ja, sehr spektakuläres Duell. Sehr interaktiv, viel hin und her. Ja, so ist das eben manchmal, ne? Okay, Dark Honest wieder auf die Hand geben und gucken, ob das dann tatsächlich schon reicht. Um dieses Leidig-Duell auch schon abzuschließen. Danach geht's mit meinem eigenen Deck dagegen. Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Je nachdem, wie gut man Gegner zieht. Ja, jetzt wieder nur was verdeckt. Ich kann wieder den Mais aktivieren. Das ist schon eine gute Karte auf jeden Fall. Jede Runde das Feld sprengen ist jetzt nicht so verkehrt. Würde ich mal behaupten. Weg den Mais. Zack, zack. Die dritte Hexe erwischt. Nochmal die tausende Zauberkarte, was ich sagen kann. Ja, vielleicht auch nicht die besten Karten, die sich mein Gegner hier sucht. Und dann gehen wir in die Battle Phase. Ich habe gerade einen Kuribo rumgespielt, den ich den Tag auch noch genommen habe. Und greife 2-4 an. Okay. Ja, aber das hier Kuribo könnte ja wirklich in einem Deck sein. Ich meine, das ist eine Ritual-Support-Karte. Okay. Nächstes Duell, diese Folge gewonnen. Wir gehen auf Level 5. Was auch immer uns das bringt. Haben die Leidek-Mission geschafft. Haben einen neuen Begleiter, den Ritualraben. Vielleicht nutzen wir den auch mal. Und ja, machen das gleiche jetzt mit dem normalen Deck, mit meinem gebauten Deck, mit meinem Beatdown-Haufen, was erschreckend gut funktioniert. Mal gucken, wann wir zu einem Punkt in der Story kommen, wo man wirklich ein besseres Deck braucht, wo ich vielleicht auch gezielt Karten kaufen muss, um in der Story weiterzukommen. Schauen wir mal. So, ich beginne hier, ich habe einen Unexpected Die. Ja, aktivieren wir nochmal direkt für ein Monster aus dem Deck. Ist, glaube ich, nicht verkehrt. Und wir einfach Menschen mal Drachen. Aber einer reicht, ne? Set. Hätte ich auch einfach nicht mal noch normen können. Das war ein schlechter Play. Egal. Egal, es ist der Story-Mode. Es ist sowieso Yu-Gi-Oh! Ja, ich gehe jetzt nicht so super competitive an die Sache ran. Also klar versuche ich irgendwie schon gute Plays zu machen, aber es ist ein fun Story-Let's Play, ein bisschen Story erleben, ein paar Leih-Duelle machen. Bisschen spaßiger, unterhaltsamer Content. Okay, er sucht sich Ruin. Das ist wieder die 4-Spell. Die war gut, glaube ich, ne? Ja, die kann ein paar Shenanigans machen, die schieße ich einfach mal direkt weg, bevor sie das tut. Weg damit. Ja, die kann irgendwie irgendwas mit zwei Monstern in der Hand machen und ja, kann man eine Karte zerstören, wenn man ein Ritual beschwört. Brauche ich nicht. Weg damit. Ja, ich kann keine Karte mit das Tornado setzen. Ist fein. Okay, er kann aber direkt das Ritual beschwören. Ja, wie viel erhöhst du nochmal? 400. Wenn du in Ruin gehst, könnte ich doppeln. Opfert die Hexe. Für Ruin Engel des Vergessens. Okay, das ist der kleine Ruin. Falls sie gerade Spezialwaffen beschworen wird. Kann zwei Angriffe geben. Falls sie gerade. Okay, die macht eigentlich gerade nichts. Nö. Ah, sie greift an, weil er den Dark Honest hat. Oder den er hat Honest auf der Hand. Ja, dann bringt mir das auch nichts. Ja. Mann, wieso man nicht wieder immer Honest? ja, Chain bringt nichts, weil uns dann nur erhöht. Wir sind jetzt in der Schadensberechnung. Er wirft den Honest immer vor Damage Kalk ab, oder vor Damage Steps sogar. Naja, bringt mir jetzt nichts.
Bisschen Damage, 1-4 direkt. Okay. Hoffentlich hat er nicht noch einen Honest auf der Hand. Das wäre nervig. Honest ist wirklich das Einzige, was ein Problem macht. In dem Matchup. Spalt. Okay, das kann wichtig sein. Was machst du, wenn du auf den Friedhof geschickt wird? Okay. Kannst nur Ritual Monster wählen, die man kontrolliert. Er kontrolliert kein Ritual Monster. Okay. Gehen wir das schwächere Monster zuerst. Und gehen hier einfach. Wir gehen mal über den Senju tatsächlich. Kein Honest. Weil ich hier noch spalten möchte, einfach damit er weniger Futter für Ritualbeschwörung hat, damit er gar nicht irgendwie die Möglichkeit kommt, dass er irgendein großes Monster Ritual beschwören kann. Ich denke, das ist hier das Intelligenteste. Er geht auf zwei Handkarten und mit zwei Handkarten wird so ein Ritualdeck eigentlich nicht viel machen können. In der Theorie, ja, Pass. So, genau das, sowas hatte ich erwartet. Sowas hatte ich mir erhofft. Und unser Draw für diese Runde ist, ach, der einzelne Element sind da einfach, okay. Na gut. Luster Dragon. Nein, ich möchte nicht mein schlechtes 4er Exit beschwören. Ich möchte für 1-8 direkt angreifen. Ich möchte auch noch nicht meine hustende Falle aktivieren. Die bringt nämlich gerade nix. 1-8, 1-9. Wahrscheinlich war es das jetzt auch schon wieder. Ja, wenn das Deck keine Honest zieht, ist es erschreckend harmlos. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Oh, Manji, okay. Ich habe nichts gesagt. Es kann jetzt hier nochmal ein guter Play von ihm kommen. Holt sich Ruin. Okay. Und das war's. Okay. Wenn da kein Honest auf der Hand meines Gegners lauert, sollte das hier Game sein. Ich ziehe noch in ein Wildschwein. Okay. Auch nochmal eine boostende Karte, die jetzt erstmal nicht viel bringt. Und dann gehen wir mit dem schwächsten Monster einfach mal da rein. Kommt ein Honest? Kommt irgendwas? Nope. Okay, und damit ist das dann hier auch schon Game. 1-9 direkt. Und nochmal 1-9 direkt. Brauchen keine boostenden Karten, weil das schon reicht. Und damit ist auch dieses Story-Duell ja, abgeschlossen. Wieder im ersten Versuch. Nicht wie das letzte Leidek-Duell, aber wie das letzte Duell mit dem eigenen Deck. Also ja, das Deck scheint auf jeden Fall noch locker zu genügen. Diesen Status der Story. Und jetzt haben wir Legacy-Pack-Tickets gewonnen. Okay. Gucken wir nochmal, was wir damit vielleicht mal anfangen können. Und dann machen wir das Ganze doch jetzt mal fertig. Geht in Duell Nummer 5. Setze fortgeschrittene Ritualkunst ein, wenn du Demise durch Spezialbeschwörung raufbeschwörst und schieße, um Planierraube des Untergangs als Spezialbeschwörung zu beschwören. Cool, die haben das Insekten-Demise-OTK nachgebaut. Das Deck war tatsächlich eine Zeit lang Meta, irgendwie 2000, also es war kurz nach dem Goldformat, als Demise rauskam. Hat man wirklich ein Deck mit fortgeschrittener Ritualkunst gespielt, mit Insektenrittern als Futter dafür und mit dem Metallpanzerkäfer, die du auf den Friedhof schicken konntest, also Insektvanillas. Und Planierraube des Untergangs, ein 2008er Monster, was du spezialbeschwören kannst, indem du zwei Insekten auf den Friedhof banished. Und das hat einfach Demise beschworen, das Feld gesprengt. Also mit fortgeschrittener Ritualkunst, zwei Insekten rein, die meisten vorn Feld gesprengt, Planierraube des Untergangs beschworen und wenn du dann noch einen Megamorph hattest, weil du hattest ja weniger Lebenspunkte als dein Gegner, konntest du die Planierraube des Untergangs auf 5-6 bringen und hattest genau 8000 Damage. Das war die Mais-OTK damals. Wenn du durch die Mais oberster König des jüngsten Tages geschädigt bist, sind all deine LP auf einen Schlag weg. Okay. Beschwöre also durch Ritualbeschwörung Ruinenkönigin des Vergessens als Übergangslösung. Wie ein weirder, sehr weirde Beschreibung da. Aber scheint so, als würden wir hier Planierraube des Untergangs dem Eis spielen. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Da habe ich Bock drauf. Gucken wir doch mal. Oh, gute Hand. Gute Hand. Viel zum Suchen auf jeden Fall. Und ich muss auch anfangen. Segen des Kobolds. Okay, die beschwört mir einfach direkt ein Ritualmonster. Das war die Karte hier. Ich gehe mal direkt einfach in Manju und guck mal, was ich hier noch so aus dem Deck holen kann. Manju, Effekt. Oh, Benten. Oh, wild. Die Karte ist gut. Holen wir uns mal direkt Benten hier als Tributfutter. Warum nicht? Und dann würde ich sagen, setze ich mal die Trap verdeckt und gebe ab. Will sie noch nicht Ritual beschwören, das bringt mir, glaube ich, hier im Stand noch nicht viel. Schon die sterbende Welt. Zwei Backrow Pass. Okay, hoppala. Dann aktiviere ich meine Trap, um mein Deck auszudünnen. Das ist ja quasi ein Searcher für ein Ritualmonster, meint das Deck, ne? Was macht denn die oberste Königin? Oh,
Oh, okay, das ist eine starke Karte. Was macht das? Ist Venu? Kann Urschrei beschworen werden? Ich leg mal die oberste Ruine weg, vielleicht werde ich die jetzt besser beschworen. So, ich ziehe eine Karte, Ritualheiligtum. Dann hole ich mir mal das dicke Zehner auf die Hand, würde ich sagen. Ich guck mal einfach mal, was wir mit der Hand jetzt machen können. Ritualheiligtum. Okay, ich kann mir noch ein... Okay, damit kann ich mir... Den Zauberkarten baue ich aber. Ich bestöre mal hier noch ein Senlu. Hol mir hier einfach noch was auf die Hand. I guess. Ich hole mir hier mal noch so einen dicken, um das zu opfern. Und dann gucke ich jetzt einfach mal, was ich damit speziell beschwören kann. Probieren wir es einfach mal aus. So. Ich kann den dicken beschwören, das machen wir doch einfach mal. Ich muss 10 haben, ne? Dann nehmen wir... Ja, nehmen wir einen vom Feld. Und den Bänden natürlich, weil Bänden sucht mir wieder was. Okay. Manju und Bänden. Bänden ist ja mittlerweile... ist Bänden verboten im Moment? Oder ist es ein... Ich weiß, dass die im Drive schon komplett okay war. Also ist die Zeit, da habe ich ja schon nicht mehr kompetitiv gespielt, aber das habe ich noch irgendwie mitbekommen. Ja, Bänden kann mir nämlich jetzt versuchen. Und ja, Onnes zum Beispiel, noch ein Manju. Also ihr seht schon, warum die Karte so stark war. Da hat man ganz, ganz abartige Kombos mit abgezogen. Ich bin jetzt hier honest. Achso, das ist eine Stiefel-Zauberkarte. Okay, ich hab grad schon gewundert, warum ich die aktivieren kann. So, und die kann jetzt immer zweimal angreifen? Ah, nee, nur wenn ich nur Ritualmonster benutzt hätte. Okay. Ah, schade, das hätte ich machen können. Dann hätte ich zwei Attacks gehabt. Egal. Gehen wir für zwei. Gehen wir mit einem Attack. 2-9. Und 2. Gegner scheint sowieso gebrickt zu haben und ich glaube, das ist ja generell ein relativ schnell erledigtes Game. Okay, da ist wieder die Trap. Er banished ein Ritualmonster. Kann es sich jetzt auf die Hand holen. Ja. Sind jetzt einfach die Decks geswitcht, die wir eben hatten? Also, dass er jetzt das Demise Deck spielt? Ah, da ist die Vanilla Robots Untergang. Okay, die hat mein Gegner nicht. Er beschwört den kleinen Demise. Und Death, ja, der macht ja gerade nichts, ne? Oh, was ist das? Was ist das? Das ist eine Fallenkarte. Entferne ein Monster von dem Besäck in deinem Friedhof, fehle ein Monster, das gegen dich kontrolliert, zerstöre das Monster. Strong! Okay. Warum geht er auf Manju? Kann die nicht zerstört werden? Ja, genau. Mit zwei Monster können die Karten direkt zerstört werden. Nice. Reborn! Das ist eine gute Karte, habe ich gehört. Kann ich mit der Reborn game hier theoretisch? Habe ich irgendwas im Friedhof, was ich selbst schon kann? Ich kann tatsächlich mit der Reborn game, glaube ich. Weil ich kann jetzt, den Manju holen, mit Ritualspell holen. Ach verdammt, der muss... Okay, nevermind, er muss normaler Flip beschworen werden. Dann war das ein verschwendete Reborn gerade. Egal. Normal. Nee, überhaupt nicht. Ist trotzdem Game. Nevermind. Nevermind, es ist trotzdem Game. Ja. Reborn war hier trotzdem Game. Attack mit Honest. Attack mit Manju. 1-4. Und 2-9 direkt. Das war dann, ja, mal wieder ein reibungsloses Leideck-Duell. Das erste Mal seit längerem, glaube ich. Schön. Ja, aber es bedeutet, wir können jetzt hier... Also ich kann auf jeden Fall die Ruine und den Meistery komplett abschließen. In einem Rutsch, in einem Part. Das ist doch schön. Das haben wir geschafft. Was kriegen wir als Belohnung? Symbol. Demais, oberster König des jüngsten Tages. Ein Symbol, das ein dunkles Wesen darstellt, dessen Mission es ist, die Welt zu ihrem Untergang zu befördern. Seine schwingende Axt schlitzt und vertilgt alles und jeden in seinem Weg. Oha. Okay. Dann haben wir noch das mit dem Main Deck. Oder kriegen wir ein paar Gems als Belohnung für. Können wir auch gleich auch wieder auf den Kopf hauen. Ich habe immer noch so viele Gems. Also ich habe offscreen nichts gemacht, nichts ausgegeben oder so. Ich spiele Master wirklich nur für dieses Let's Play. Okay, dann haben wir das letzte Duell in dieser Mission mit unserem, also mit meinem Deck. Mal gucken, ob es wieder so reibungslos verläuft. Werde ich jetzt gleich sehen. Ja, das wäre fast ein Brick gewesen, wenn ich der Blade Knight auf der Hand wäre. Wer beginnt? Ich. Okay. Dann nehme ich hier den Blade Knight und setze die beiden. Damit ich eventuell gleich einen Monarch beschwören kann. Okay, und das war's. Schauen, ob mein Gegner jetzt irgendeine starke Ritualbeschwörung hat oder ob nicht so viel kommt. Okay, wir sehen fortgeschrittene Ritualkunst. Gut, dann spielen wir wirklich gegen Ritualbeschwörung zur Abwechslung mal. Er wirft ja zwei Insekten halt ab. Das ist wirklich das Deck,
Ja klar, also diese, den kleinen und großen Demise gab es damals nicht, also noch nur den normalen beschworen, aber ja, so lief das damals. Holt ihr den Kollegen, was macht er jetzt? Ach, er kann ein Monster zerstören, na, das ist ärgerlich, okay. Manju hat er auch noch. Das könnte schwierig werden tatsächlich. Jetzt hier den Mais auf die Hand. Oh oh. Ritualzauberkarte. Okay, er kann jetzt irgendwie Stufe verändern oder so. Nee, einfach gleich mal was passiert. Zeigt ihm die Mais vor. Hoppala. Das war nicht der Plan. Nein, ich möchte nichts aktivieren. Jetzt ist er Level 10. Okay, jetzt kann er. Oh oh. Das ist ein großer Push, der jetzt hier kommt. Auweia. Ich habe gerade nicht wirklich was, was ich dagegen machen kann. Da kommt der oberste König des jüngsten Tages mit 3000 ATK daher. Jetzt will er das Feld sprengen offensichtlich. Das heißt, ich chaine jetzt hier Roar an. Ich meine, kein Battle Damage. Zerstört er jetzt alles trotzdem oder? Ich habe gerade wieder eben so halb gelesen. Ja, er zerstört alles. Okay. Und macht mir offensichtlich Schaden. Ja. Jetzt liegt da ein 3000er Vita, den ich gerade nicht outen kann. Das ist schlecht. Und ich ziehe einen Ring of Destruction. Aber er kann nicht zerstört werden, ne? Ne, kann ich durch Kampf zerstören. Ah, nee, nicht durch Kampf. Okay. Das ist nicht schlimm. Meinen Ring kann ich aktivieren. Okay, dann war der Ring hier gerade ein richtig guter Top-Deck. Kann ich ihn aktivieren? Offensichtlich nicht. Vielleicht auch nicht durch Karteneffekt. Okay, nevermind. Er poppt den Ring einfach. Sucht sich hier noch ein Ende der Welt. Ja, ich glaube, das ist nicht gewinnbar. Jetzt kommt der Manju. Sind wir sogar jetzt schon tot direkt? Tut sich noch um die Mais? Ne, er greift einfach an. Der PC spielt Ross rum, smart. 3000 Lebenspunkte. Jetzt muss schon irgendwas ganz Geniales kommen. Unexpect Die Navy, um Kaios zu beschwören? Das wäre ein guter Top-Deck. Nee, das ist es nicht. Ja, aber er kann jetzt hier einfach. Also, ich kann jetzt über den Manjo angreifen, aber dann zahlt er einfach wieder und greift für Game an. Kann man es im Friedhof machen? Achso, ja, 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 die Fähigkeitserbe. Ja, das bringt aber nichts. Ja, Angriff über den Manjo. Ja, das wird dann wieder eine Niederlage. Ich glaube wohl doch nicht so reibungslos alles. Aber ich probiere es direkt danach nochmal. Ich würde die Story gerne abschließen in dem Part. Der Part ist ein bisschen länger als die anderen, aber ich bin sowieso am überlegen, ob ich die Parts ein bisschen länger mache als bislang. Okay. 3000 Lebenspunkte ins Gesicht. Das ist der Defeat. Aber ja, ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Springe direkt wieder rein. Das Deck können wir so lassen, hoffe ich mal. Los, letztes Duell dieser Kampagne. Das wird ja wohl machbar sein. Ja, was haltet ihr von Let's Play bis jetzt? Würde mich mal sehr interessieren. Also Stand der Aufnahme jetzt sind zwei Parts online. Bis jetzt gab es noch relativ wenig Feedback. Ist aber auch nicht dramatisch. Also ich habe jetzt nicht erwartet, dass das Projekt super gut läuft. Es war einfach nur so ein bisschen, ich hatte Bock drauf. Es ist relativ einfach zu produzieren, was bei mir halt gerade auch ein wichtiger Faktor ist, weil Zeit ist halt im Moment so eine Sache bei mir. Und ja, daher kann ich mich auch wirklich einfach mal hinsetzen und eine halbe Stunde so dieses Projekt aufnehmen, muss es nicht bearbeiten, kann es direkt hochladen. Das ist ehrlich gesagt auch einfach ein Faktor dafür, dass ich das Projekt mache. Aber wenn es mir keinen Spaß machen würde, würde ich es nicht tun. Von daher, Spaß ist auf jeden Fall auch dabei. Ja, wir sehen es ja. Oh, Spaß, direkt für den Demise. Ging halt ziemlich gut. Für die Planierraupe, für den Demise. Ja, wird jetzt hier den Effekt nutzen und mir wieder mal ein Fenster schießen. Ich habe einen Spalt auf der Hand, das ist gut. Ja, keine weiteren Plays. Hoffen wir mal, dass das der letzte Ritual-Play von meinem Gegner in dieser Runde war. Ist schon kein schlechtes Deck. Ist für meinen derzeitigen Kartenpool offensichtlich gar nicht so leicht zu handeln. Normal Schimmerdrache. Dann kommt der Spalt raus. Und dann greifen wir mit dem Schimmerdrachen direkt an. 1-9. Pass. Okay, jetzt 3 Handkarten gleich 4. Damit kann man potenziell noch ein bisschen was machen. Also es sieht wieder nicht so toll aus. Außer er scheint einen Brick zu haben. Nice. Okay. Möbius wäre hier, glaube ich, Quatsch. Ich glaube nicht, dass die Karte groß ist. Ash ist das erste Mal, dass wir Ash sehen. Die kann richtig wichtig sein, actually. Die kann wirklich verdammt wichtig sein. Guter Top-Deck. 1-6. 1-9. Hoffen wir mal, dass Ash jetzt reicht, um seine Plays zu unterbinden. Und dass sie dann einfach ein unspektakulärer Beatdown-Win wird. So, da kommt Pre-Prep, die müssen wir auf jeden Fall hier ashen. Da können sie sich jetzt hier Ritualmonster und Zauberkarte auf die Hand suchen. Blade geht auf 2000, mit der Nebeneffekt. Ja, Ash ist eine gute Karte, habe ich gehört. Die kann auf jeden Fall was und Enter. Das ist doch das, was wir mögen.
Activate Ash, enter. Ja. Ich würde sagen, ja, möge es. Vielleicht macht die Falle was mit die, wenn sie zerstört wird. Also gehen wir einfach mal das Monster rein. TT hat das schon aktiviert, deswegen war fast auch 2000. Das war das letzte in dieser Kampagne. Gut, war jetzt nicht so spektakulär. Ich konnte einen Demise outen und es hat dann einfach gereicht. Hat mein Gegner nicht gut gezogen. Gut, die Ash war actually klatsch. Wer weiß, was er ohne die Ash gemacht hätte. Da hätte er bestimmt ein bisschen was spielen können. Ja, ein paar Edelsteine für mich. Und dann gibt es jetzt keinen Grund, nicht ins Ziel zu gehen und uns den Abschluss dieser Story anzusehen. Ich bin gespannt. Wir kriegen sogar ein ganzes Deck als Belohnung. Structure Deck, Wesen, das das Ende der Welt sieht. Nutze eine Vielzahl von Unterstützungskarten, um deine Ritualbeschwörung erfolgreich durchzuführen. Demise König des jüngsten Tages hat einen besonders starken Effekt, der alle anderen Karten auf den Spielfeld zerstört. Also eine gute Belohnung auf jeden Fall dafür. Dann würde ich sagen, holen wir uns die doch mal ab. Das rote Wesen, Ruin, Königin des Vergessens, bringt der Welt eine Umkehrung der Zeit. Wenn sich das Böse in der Zivilisation ausgebreitet hat und das Ende der Welt bevorsteht, versetzt das rote Wesen die Welt in einen Zustand zurück, bevor die Ursache des Bösen eintrat. Es gibt Fälle, in denen die Welt dadurch in einem urtümlichen Zustand mit viel intelligentem Leben wiederhergestellt wird. Auf diese Weise wird die Welt wiedergeboren, in der Hoffnung, dass das Leben diesmal den richtigen Weg einschlägt. Für diejenigen, die in der aktuellen Welt, die in der aktuellen Welt leben, ist dies gleichbedeutend mit Auslöschen. Das Zurücksetzen der Welt soll die richtige Entwicklung des Lebens fördern. Aber was passiert, wenn die Welt ständig einen falschen Weg einschlägt? Ganz gleich, wie oft sie zurückgesetzt wird. Das schwarze Wesen, Demise, König des jüngsten Tages, führt das wahre Ende der Welt herbei. Seine furchterregende Macht zerschmettert das Fundament der Welt und löscht alles Leben aus. Von der Welt bleibt keine Spur zurück. Nur absolutes Nichts. Die Königin des Vergessens und der König des jüngsten Tages. Wie sieht es im Herzen eines Wesens aus, das im Laufe der Äonen unzählige Male die Zerstörung der Welt erlebt hat? Diejenigen, die verschwinden, werden es niemals erfahren. Interessante Hintergrundgeschichte für die beiden Karten. Also jetzt mal in Gamersprache gesprochen, ist die Ruin quasi eine Art Soft Reset. Also es läuft etwas schief auf der Welt und dann ja, setzt sie die Welt zurück, sagt, okay, die jetzigen Lebewesen, die werden alle einfach ausgelöscht und wir starten nochmal neu mit einer super Voraussetzung. Und das wird dann so lange versucht, bis irgendwann es immer wieder nicht klappt, was man die Menschheit kennt. Gar nicht so unwahrscheinlich ist, dann sagt sich die Meister am Ende, okay, es hat keinen Zweck, Ruin, du hast es versucht, aber ich zerstöre jetzt einfach alles. Welt ist vorbei. Ja, interessante Lore. Wir haben ein Structure Deck erhalten und das Gate geklärt. Ein neues Kartenpack wurde gefunden, wundersamer Aufbruch. Ich möchte nicht zum Store. Okay, und damit ist die ganze Story auch abgeschlossen. Und es sind neue Toroptionen verfügbar. Wir können immer noch nicht die Krieger der sechsten Elementarherrscher komplett beenden, weil uns da immer noch Ressourcen für fehlen. Aber dann geht es eben, das ist es in die Story, das Rätsel der Megalithen. Doch bevor wir das machen, gucke ich mir einmal das neue Structure Deck an. Das finde ich noch interessant. Wenn das Ende der Welt bevorsteht, gucken wir uns einmal an, was für Karten da so drin sind. 3 Senju, 3 Sonic Bird, der kleine Ruin, der kleine Demise, die normalen Ruinen und Demise, Vertragserfüllung, Zerbrechen der Welt, Ende der Welt, Zyklus der Welt, aufsteigende Seele, also quasi ein Ritual in sich, Ritual-Deck, also keine wirklichen Stables, die wir für unser jetziges Deck brauchen, aber interessante Ritual-Stables, also warum nicht?
So, jetzt geht's direkt in den Shop. Ich kaufe wieder ein. Sind das Geheimpacks? Nein. Achso, das sind diese Geheimpacks, die. Ach, und die verschwinden dann, nachdem man sie freigeschaltet hat, ne? So läuft das. Soll ich davon ein paar mitnehmen, wo wir sie gerade freigeschaltet haben? Ich glaube ja. Ich meine, wir haben. Ich habe 9000. Also, was ist denn da so drin? Heraldkarten. Möchte ich da was aber ausgeben? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir bleiben erstmal bei den Master Packs. Wo war hier nochmal die Spezial? Ich muss gerade einmal suchen. Das ist das Bundle-Angebot, genau. Jetzt holen wir uns das Lightning Storm-Angebot. Ist auch ein super Staple, um sie im Deck zu haben. 750 Gems. Und ja, gucken wir doch einmal, was wir hier so drin haben. Kaufen wir doch schon mal schnell ein. Vielleicht sind ein paar coole Karten dabei. Ich bin gespannt. Öffnen. Erstes Master Pack. Im ersten Master Pack haben wir. Machen wir erstmal die Comments auf, diesmal machen wir es richtig. Dann noch ein Duo. Gute Karte. Ein Anki. Cool. Mask Heroes. Ein Yuzenyu. Oh mein Gott, der sagt mir so erstmal nichts. Ein dickes Synchro-Monster. Ray. Skystriker ist ein gutes Deck, habe ich gehört. Diese Karte sagt mir gar nichts. Dann haben wir einen Zenmayo. 5er Exceed. Kein schlechtes Monster. Eine Wattgiraffe, oh mein Gott! Oh, falls ihr mich nicht kennt, Watt ist eins meiner absoluten Lieblingsdecks. Ich habe Watt sehr lange jetzt nicht competitive gespielt. 2012 war das und oh, die Wattgiraffe zu sehen macht mich glücklich. Oh, das ist cool. Die Wattgiraffe macht mich glücklich, muss ich sagen. Cooler Pull. Okay. Was haben wir hier? Wieder ein paar Karten. Oh, diesmal nur Commons an. Die sagt mir nichts. Supersoldaten-Synthet sagt mir auch nichts. Einen Brandystock, eine Dragunti-Karte. Einen Firefist-Exceed. Eine DD-Panel-Karte. Eine Drytron-Karte. Ein Flammentiger. Der sieht cool aus. Und eine Karte, die mir so nichts sagt. Okay, gehen wir ins nächste Pack. Vielleicht sind da bessere Pools drin als in dem davor. Das war ja eher relativ mau. Wieder nur Commons scheinbar. Okay. Ein Shinobird, eine Paläozoic Trap, eine Frankets-Karte, eine DDD-Panel-Karte, Rosenprinzessin, Karte, die ich nicht kenne, die sagt mir auch nichts und eine Regenbogenlichtbrechung. Okay, nicht sehr spektakulär. Jetzt ist hier was Cooles drin. Hier habe ich aus dem letzten Opening besser gezogen. Ja, da ist wieder was drin. Eine Heroic-Karte. Oh, Caliga. Kein schlechtes Monster. Eine Life-Twin-Karte. DDT-Pendel-Monster. Eine DDT-Trap. Ein Killinger. Ein Sparkman. Why not? E-Heroes sind cool. Und ein DDD-Synchro. Okay. Nächstes Pack. Master Pack. Aus diesem Master Pack haben wir jetzt hier wieder eine seltene Karte. Ja, irgendeine Falle. Das ist ein Spirit Beast. Oh Gott. Erinnerung. Oh, Crystal Beast. Das ist eine gute Karte sogar, eine Crystal Beast Equip Spell. Eine Quackimero-Karte, irgendein Link-Monster, eine Quick Spell und eine Hexwerkerin. Okay, ist ja auch ein relativ neues Thema, soweit ich weiß. Nächstes Master Pack. Oh, das scheint ein gutes Pack zu sein. Utopia reißt das auf. Hoffentlich macht Utopia keine Karten kaputt. Das wäre schade. Ja, schauen wir doch mal rein. Eine schaurige Motte. Ein Schwallmagier. Ein Sh Shadow Mirror. Cool. Coole Side-Deck-Karte. In einem Format, in dem es kein Side-Deck gibt. Cool. Noch ein Trap, ein Exceed-Monster, lächelnde Welt und noch. Aber Shadow Mirror vielleicht die Karte, die man mal so in Story-Modus-Deck packen kann, wenn man mit einem Finsters-Deck wirklich harte Probleme hat. Warum nicht? Karte nehme ich gerne mit. Ein Synchro-Monster, ein Dodo-Fahrer, noch irgendwas. Ausbrennen. FA-Karte. Nichts Dolles hier. Eine Trap-Trick-Karte und eine Lava-Karte. Nichts Spektakuläres. Das Gefühl, wir haben letztes Mal habe ich mehr seltene Karten gehabt, ehrlich gesagt. Also ich kann da rein Common Packs. Ein Gawain, eine Zauberkarte, einen Gem Knight, Fortune, Karakuri-Karte, eine Red Raptor-Karte, eine Dino Wrestler-Karte und eine reißende Wiedergeburt. Also auch wieder nichts Gutes drin. Nächstes Master Pack. Wieder ein paar Karten, eine Bujingi-Karte, ein Wappenungeheuer, einen Edelstein-Vanilla, eine BS-Karte, ein Spiritus of Six Samurai. Okay, nix, 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 nichts. Das war. Da war nichts drin. Und ist das schon das letzte Pack?
glaube, es ist schon das letzte Pack. Zwei seltene Karten immerhin. Lyrilis-Karte. Oh, das ist Retaliating Sea. Ist auch eine richtig coole Side-Deck-Karte in manchen Formaten gewesen. Tickenwinkel, Fallen Card. Mystic Sword von Level 6. Das ist die finale Form von Mystic Sword von Level 2, den ihr aus dem Gold-Format kennt. Und die drei, also den 2er, 4er und 6 habe ich als Kind in meinem Kriegerdeck immer gespielt. War toll. Coole Zeiten. Wahres Licht. Okay, und noch eine Synchro-Karte. Und das war's damit. Ich habe ein neues Kartenpack gefunden. Und natürlich den Lightning Storm noch bekommen. Okay. Und ich habe mir jetzt auch gerade nochmal spontan überlegt. Hier sind ja diese. Wo sind jetzt hier diese Geheimpacks oder Bonuspacks? Warte mal, was waren jetzt diese Packs, die ablaufen theoretisch? Ach, die laufen alle ab. Okay, ich habe hier gerade ein paar Packs gefunden, die jetzt bald ablaufen. Ach komm, dann nehmen wir uns. Ich habe die entdeckt, dann nehmen wir uns davon jeweils mal ein Pack mit. Von allem ein bisschen was zeigen, sieht ja mal, wie so ein Geheimpack aussieht. Können wir jetzt einmal machen, wenn wir ein Geheimpack finden, dass wir davon einfach eins aufmachen. Das kostet nicht zu viele Gems und dann seht ihr auch ein paar Karten, die in diesen Geheimpacks sind. Haben wir einen Ambulance-Roid, eine Künstlerkuppelkarte, einen Manju, davon haben wir ja schon ein Playset, eine Ritualkarte, Megalith-Portal. Ritualkarte und. Einen Abyssteos! Eine gute Mammelkarte. Ja, warum nicht? Kann man machen. Achso, also findet man jetzt immer weiter Kartenpacks. Das heißt, jetzt würde ich quasi so unendlich Packs aufmachen. Ist das so? Funktioniert das so? Jetzt habe ich ja wieder ein neues Geheimpack gefunden. Ja, scheinbar. Also diese Geheimpacks findet man wohl. Also, ja, okay, diese Geheimpacks findet man immer, wenn man Booster aufmacht. Ja, ich glaube, so läuft das generell, dass man halt einfach Packs aufmacht und dann wurde mir, glaube ich, mal erklärt. Ja gut, dann würde ich mal sagen, machen wir immer nur die Geheimpacks auf, die wir in der Story-Modus finden. Im Story-Modus würden wir immer wieder neue Geheimpacks finden. Das muss ja auch nicht sein. Okay, das war definitiv der längste Part bis jetzt. Ich glaube, ich bleibe so ein bisschen bei der Länge, dass wir wirklich so eine halbe Stunde Story-Modus spielen. Dann mache ich eben dann noch am Ende des Parts ein paar Packs auf, solange das auch dann dauert. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem Part. Ich hoffe, ihr auch. Lasst mir gerne Feedback und wir sehen uns auf einem weiteren Video, in einem weiteren Video auf meinem Kanal. In diesem Sinne, ciao.